Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF zu unserer heutigen Veranstaltung in der Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und Sie kennen es vermutlich, die Reihe gibt es schon seit 2005, ist by the way die längst laufende Filmreihe, die es in Deutschland gibt. Sind wir ein bisschen stolz drauf. Jeden Monat zeigen wir einmal einen Werk aus der aktuellen Kinolandschaft aus Deutschland, wo wir sagen, das ist ein besonders herausragendes, ein besonders wichtiges und das wird heute auch wieder so sein und natürlich haben wir auch dann die Macherinnen im Gespräch. Das Ganze ist eine Reihe, die zusammen mit EPD Film organisiert ist. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift, die hier in Frankfurt auch ihren Sitz hat. Sabine Horst, die Chefredakteurin, ist auch heute hier und wir freuen uns sehr, dass das immer so toll zusammen funktioniert. Nach dem Film wird Eva Hielscher das Gespräch führen. Sie ist Sammlungsleiterin hier am Hause, ist also dafür zuständig, was wir an tollen Exponaten für aktuelle und künftige Ausstellungen zum Beispiel hier im Haus haben. So, das nur als Vorklapp. Also, wir haben den Film und wir haben natürlich einen Gast. Und ich freue mich sehr, denn sie ist gerade richtig viel unterwegs. Sie ist sehr gefragt. Der Film hat nicht nur in Deutschland großen Erfolg gehabt. Er hat das Filmfest München in der Sektion Neues deutsches Kino eröffnet und jetzt gerade kommt sie vom Filmfest Rom, einem der wichtigsten Festivals in Italien und dort hat sie international im Wettbewerb den Preis für das beste Drehbuch gewonnen. Sie ist jetzt heute hier in Frankfurt, begrüßen Sie Asli Özge, willkommen. Hallo, guten Abend. Ja, vielen Dank für die schöne Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein heute. Ja. Erzähl uns ein bisschen. Du hast mir vorhin schon verraten, dass in Rom, das ist nochmal so eine ganz besondere Auszeichnung für dich gewesen, auch weil dieses Festival so ein unfassbar riesiges ist. Für mich Drehbuchpreis war natürlich so wichtig, weil dieses Drehbuch hat so lange Zeit genommen. Also ich arbeite daran seit 2017. Ende 2017 habe ich vor der Pandemie angefangen, das zu schreiben und alle dachten, ich habe mich nach der Pandemie davon inspiriert, aber das nicht so. Es gibt noch andere Punkte, will ich noch nicht verraten, aber definitiv können wir nach dem Film sprechen. Es gibt noch zwei sehr bittere Ereignisse, das auch hier im Film kommen und das hatte ich damals davor geschrieben, vor diesen Ereignissen. Und das ist ja ein Multicharakterfilm, so es ist so ein Ensemblefilm und habe ich davor immer gehört, das ist so schwierig, einen Multicharakterfilm zu schreiben und am liebsten so ein Protagonist und dass man sich identifizieren kann und ich interessiere mich auch mit Anti-Helden und ich will nicht die Charaktere nur weiß machen oder schwarz und weiß machen, ich will auch so diese graue Sonne ein bisschen erzählen. Deswegen habe ich mich tatsächlich gefreut, doch das könnte, also mindestens diese Jury hat sich definitiv bewegt und freue ich mich auf diesen Preis deswegen. Und nicht nur die Jury war begeistert, auch seitdem der Film rausgekommen ist, sowohl auf dem Filmfest München als auch dann beim Kinostart, die Kritiken sind ja wirklich so nach dem Motto, endlich dieser Film. ja, danke. Das stimmt. Das hat man ja auch nicht so oft. Erzähl uns ein bisschen, du warst ja auch auf Reisen mit dem Film, wie hat das Publikum reagiert? Ja, wir waren jetzt bei der internationalen Reise, auch verschiedene Länder tatsächlich und von Polen bis USA und war sehr ähnliche Reaktionen von den Zuschauern. Alle haben gesagt, dass es so könnte in unserem Land passieren, das ist Polen, das ist USA und habe ich auch so ein bisschen gedacht tatsächlich. Ich versuche nicht so viel zu sagen, genau. Weil dann ist so vielleicht zu direkt und danach, aber auf jeden Fall kann ich mehr dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass so gerade ne, so auch eine schwierige Zeit gehen wir durch. So ein Krieg ist noch nicht zu Ende und jetzt kommt noch die zweite und manchmal man denkt, das ist das Luxury über Film zu reden oder gucken. Das stimmt nicht. Das ist dann genau anders, weil das macht gibt eine Möglichkeit über Kommunikation, über solche Sachen, dass wir miteinander reden können und deswegen ich finde das sehr sehr wichtig jedes Mal diese Film zu zeigen, darüber reden, weil Black Box steht nicht weit weg von diesem Themen, aber nämlich bei und unser tägliches Leben, so, ne, so, aber ich erzähle später. Dafür gibt es schon Applaus, das finde ich ganz klasse und man merkt die Begeisterung und Leidenschaft, alleine wenn du sprichst, die Gelegenheit können Sie nachher noch weiter dann ausführen, dann wird nämlich Eva Hielscher erst sprechen, Sie können auch Fragen stellen. Jetzt sagen wir erstmal viel Vergnügen beim Film, bei Black Box und bitte nochmal großen Applaus. Asli Özge. Dankeschön, viel Spaß.
Nimm bitte Platz. Und Eva Hielscher wird das Gespräch führen. Ja, bitteschön. Und genau, bis Eva sitzt, schon mal für Sie zur Info. Die beiden werden erstmal ein bisschen unter sich reden, wie immer. Und dann haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Danke, Urs. Schön, dass du da bist. Schön, dass Sie alle da sind und hoffentlich auch da bleiben. Wir wollen auch mit Ihnen diskutieren. Also das ist nicht als Drohung gemeint, sondern eher als Einladung, weil über den Film gibt es sicherlich sehr viel zu sprechen. Vielleicht ganz am Anfang vielen, vielen Dank für den Film, der wirklich genau reinsticht in unsere jetzige Zeit mit ganz, ganz vielen Themen. Vielleicht aber als erstes doch, wie kamst du zu dieser Idee? Wie ist der Film entstanden oder wie ist die Initialzündung gewesen? Ja, vielen Dank nochmal. Das war, wie gesagt, so 2017, Ende 2017. Und da war das, ich denke, Trump in USA in der Regierung und natürlich in Europa. Und alles da ging auch weiter in die Richtung konservativ. Und es gab so immer in den Nachrichten über diese One-Man-Show-Regierungen und ich dachte, wir sitzen auf unserem Sofa und gucken Fernsehen und tun, das ist als ob nur da irgendwo in der Welt, in der Fernsehen läuft alles und wir sind nur in unserem gemütlichen Sofa, machen wir gar nichts und das ist so wie ein Film oder so. Aber das ist eigentlich die... was wir sehen, ins direkte Effekt an uns, unsere Leben und wie wir miteinander umgehen. Und darüber reden wir gar nicht. Und ich dachte, das muss ich irgendwie in einer Form erzählen. Und ich wohne in Berlin auch in einem Hof so und von der dritten Etage. Ich schaue mal runter und dann, ich dachte so, dieser Hof war so wie ein Land, so es gab die Borders, so wie Grenzen und dann hatten wir auch so diese Gerücht, vielleicht das würde unsere Hof wurden verkauft und dann gibt es Thema mit der Müll, so wie viele andere Freunde das Problem hatten und ich dachte, diese Beziehung zwischen uns und diese Makler und diejenigen, die der Hof kaufen wird, ist wirklich so wie diese Machtgeschichte, so auch sehr ähnliches, so wie diejenigen, die diese Länder auch führen und nur so diese ganz unendliche Power haben und können alles tun. Und dann wollte ich anfangen, wirklich darüber so was zu machen. So hat das. Das heißt, du hast hast da auch tatsächlich, ne, wie du das sagtest, mit der Hofgeschichte, dieses Persönliche dann doch auch damit verbunden mit den weiteren großen Themen über Macht und du erwähntest Trump als Art von Inspiration auch dafür, beziehungsweise ja, als Wichtigkeit, um das zu thematisieren. Ja. Weil ich dachte, ich habe nicht nur von Trump, natürlich auch Putin und viele anderen, jetzt will ich nicht alle Namen hier nennen, wir kennen alle. Und ich dachte, ich lerne auch von denen viel. Also wie kann man lügen, wie kann man auch mit Lügen weiterkommen, wie kann man manipulieren andere Menschen. Trotzdem, ja, das ist ja alles super und wir gehen auch diese Post-Truth-Zeit. Und mit Lügen haben wir gerne gesehen, also das ist wie alles weitergekommen sind. So. Und ich dachte, okay, ja. Das kann ich, was ich gelernt habe, kann ich auch in einem Drehbuch ein bisschen üben. Und so dann angefangen habe ich mit der Beziehung zwischen Leuten ein bisschen bauen und erzählen. Bevor wir aufs Drehbuch kommen, vielleicht gerade, genau, du erwähntest, dass du wohnst auch in Berlin in einem vielleicht vergleichbaren Hof. Schon vielleicht vorab erstmal zu kommen zu haben deine Nachbarn irgendwie reagiert? Gibt es Gespräche oder kommen sie auf dich zu und fragen dich zu dem Film? Oder also dachte ich, wie ist es bei dir im Hof jetzt? Ja, eigentlich, ich hatte tatsächlich so einen Nachbar, Erik, leider haben wir ihn verloren, deswegen wollte ich seinen Namen geben. Er war derjenige, wirklich in unserem Hof, das alles protestiert hat und er hatte immer
Power, alles zu machen. Er hat uns alle angerufen, hey, wir müssen jetzt Unterschriften sammeln und wir müssen jetzt was tun. Das Problem war, weil er hat für jede auch kleine Ding dasselbe Priorität gegeben. Und dann die alle anderen waren so, ja, jetzt haben wir dafür keine Zeit. Denn es gab nicht mehr diese, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und dann haben die Leute angefangen, von ihm zu distanzieren. Und das habe ich auch gedacht, warum kann immer so mehr Konservativen oder rechts mehr gewinnen als links in verschiedenen Ländern? Ich dachte, vielleicht deswegen, weil diese Art und Weise, wie die das so machen, ist so entweder ein bisschen lehrerisch oder die wissen mehr als alle anderen oder so. Diese Art und Weise wirklich, vielleicht kommt nicht so sympathisch rüber. Und ich dachte, ich muss das irgendwie auch reflektieren, weil in Film für mich wirklich gibt es diese Leader oder Besitzer der Hof, gibt es jemand, so wie Erik, so für mich den repräsentiert der Links. Gibt es dann auch Ausländer und so, ne? Und deswegen für mich wirklich, das ist eine Allegorie von einem Land und für jeden Charakter gab es einfach von realem Wert, wie sagt man das so Personen so in meinem Kopf, so. Mhm. Wir haben schon kurz es angedeutet, also es gibt wahnsinnig viel, was in diesem Film zusammenkommt, wahnsinnig viele, viele Themen. Ich habe ein paar aufgelistet, vielleicht kommen wir aber nachher auch noch im Detail weiter zu weiteren Themen. Wir haben über Macht eben schon gesprochen, Gentrifizierung, die natürlich da im Mittelpunkt steht, Migration, Alltagsrassismus, Fremdenhass, Frage nach Demokratie, auch die Polizei, die so präsent ist, diese Frage nach Polizeistaat. Manipulation, Vorurteil, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht alles auflisten, weil wir kommen sicherlich im Gespräch noch dazu, aber bei all diesen Sachen zusammen, stehen sie alle gleichwertig für dich nebeneinander oder gibt es doch eine Sache, die der Kern ist und wo sich dann alle Sachen mehr oder weniger zusammen drumherum ansiedeln? Aber weil er ist so dicht und es funktioniert aber auf so eine so gute Art und Weise, dass alles auch so sich verdichtet, was gibt es eine zentrale Thematik, die für dich am wichtigsten ist? Für mich, wenn jemand mir fragt, worüber es geht, dein Film, dann sage ich, es geht um für mich, wie kann man Demokratie einfach so verlieren, auch zwischen uns. So. Und deswegen für mich, es geht um alles auf ein Thema. Das ist ja, das ist das unsere Gesellschaft, dass das uns eins macht. So. Deswegen, ich sehe das nie, ich mache die Filme nicht nach Themen. Tatsächlich wollte ich das so erzählen, diese Politik, nicht nur im Fernsehen ist, das hat eine Wirkung an uns. Was wir lernen von denen, wie üben wir mit unseren Beziehungen in unserem Hof oder in unseren Wohnungen und so weiter. So, ne? Und deswegen, alles, was wir in dem Film sehen, ja, kann man so, wie gesagt, so, ich denke, in verschiedenen Gesellschaften sehen. Ja, dass es gerade stattfindet in Berlin, aber wie gesagt, für mich, das ist nur ein Ort, eine Location, das könnte irgendwo anders auch sein. Ich wollte eine Gesellschaft so erzählen und diese Dynamics zeigen. Und deswegen, es geht um nicht um ein Thema für mich. Es geht um wirklich so auch für mich Demokratie. Und es spielt ja auch alles zusammen. Also die Themen sind auch nicht zu trennen. Es ist ja, das eine bewirkt das andere und gehört zusammen. Ich habe noch als ein Thema aufgeschrieben, was ich auch selbst irgendwie beim Sehen so merkte, das Thema der Angst, was ich sehr spannend finde. Gerade so im Verhältnis auch mit der Polizei, die ja doch sehr aufrückt und die Situation eben doch auch immer bedrohlicher wird oder sie auch immer deutlicher werden, nein, gehen Sie zurück in Ihre Wohnungen, aber eigentlich geht keiner zurück in seine oder in ihre Wohnung. Also dass da auch so ein Zwischenspiel ist, zwischen man spürt schon, da ist eine unterschwellige Angst bei den verschiedenen Figuren vorhanden, jetzt nicht nur gegenüber der Polizei und dieser Frage, was passiert da eigentlich, was ist denn eigentlich diese Gefahr, die da schwebt, aber dass doch auch niemand wirklich zurückgeht in die Wohnungen. Und da die Frage dann doch auch, wäre das so? Da kann ich es mir selbst vorstellen, in meinem Hof. Also dieses ganz nah dran zu sein
und doch aber auch vielleicht gewisse Sachen, die doch ein bisschen verfremdet sind oder wie uns selbst, also ich mir ständig die Frage stellte in diesem Film, ist es so und wie ist es jetzt oder wie könnte ich mir diese Situation vorstellen und wie realistisch ist das eine oder das andere? Ich weiß nicht, ob Sie sich selbst auch ständig konfrontiert gefühlt haben in dem Film mit sehr vielen Fragen mit sich selbst. Ist das, hast du das beim Drehbuchschreiben auch selbst gehabt, dass du selbst mit dir selbst in Dialog gingst über all diese Fragen, wie reagiert der eine, wie reagiert die andere, wie ist dieses Zusammenspiel, wie reagieren wir zusammen? Also natürlich, Angst ist das wichtigste Mittel derjenigen, die regieren, benutzen. So, ne? So, hier ist Angst, dass das Horn will so eine Art Atmosphäre schaffen, dass wegen Angst die Leute sich trennen voneinander. Und das ist so ein Mittel, das diese Leaders ganze Zeit benutzen. So, das ist erstmal, der Film ist über diese Angst und diese Klima des Angstes. So, ne? Und wie die jede Figur darüber geht, alles, was Drehbuch ist, sehr nah, wie ich tatsächlich so, was wir gerade gesehen haben, ist sehr nah, was ich geschrieben habe. Aber ich wollte immer diesen Punkt von der Punkt von Horn erzählen, dass sowas passiert draußen und das ist dann egal, weil er nutzt an diesem Tag für andere Zwecke. Und deswegen diese Angst, dass er versucht zu verbreiten zwischen Menschen, ist natürlich so entweder auch mit persönlichen Sachen zu tun, so wie, okay, werde ich meine Wohnung verlieren oder wie kann ich dann, keine Ahnung, so doch muss ich nah an ihm sein und dann jeder fängt natürlich ein bisschen an, sich selbst auch denken. So. Und das war diese ganze Hauptsache eigentlich, deswegen ja, auch wollte ich nicht genau erzählen, was draußen ist, weil das ist dann egal. Ich wollte auch, so wie Ende des Films, so als ich geschrieben habe, ich dachte, bestimmt kommt noch eine Katastrophe zu uns, war Pandemie, als ich Russland und Ukraine, also so bevor Ukraine Krieg, habe ich diese Dagestan und Russland Geschichte geschrieben, weil der Charakter kommt tatsächlich, der Ismail und der Schauspieler, der Ismail gespielt hat, Timur, kommt aus Dagestan und der hatte auch vieles erlebt und ich wollte das in den Film reinnehmen und das war alles vor diesem Krieg war und Ende habe ich auch gedacht, kommt noch eine Katastrophe zu uns. Und das könnte noch ein Krieg sein. Und tatsächlich, ja, wir erleben ja auch das gerade. Und deswegen war das für mich unwichtig, was das Ereignis ist. Das Effekt ist gleiche. Wir haben Angst. Wir haben Angst, wohin wir gehen. Wir fühlen nirgendwo unsicher. Und das wollen ja auch, dass wir so uns fühlen. Und das ist das Thema des Films. Du hast gesagt, du hast 2017 hast du angefangen mit, ja. Oder die erste Version, du fingst an mit dem Drehbuch 2017 und hast gerade auch erwähnt, dass extrem viel passiert ist in dieser Zeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Der Prozess dieses Drehbuchs, hat sich das ständig wieder verändert? Wie hast du, also weil du auch diese aktuellen Themen mit aufgenommen hast, schon alleine auch wieder, ne, du hast das Thema der Pandemie auch sehr bewusst dann aufgenommen in deinen Film. Nicht. Der Film war vor der Pandemie. Der Film war vor der Pandemie. Nein, nicht, dass das wir gedreht haben Ende der Pandemie, aber als ich das geschrieben habe, es gab keine Pandemie. Das war so eine Art von Lockdown, habe ich geschrieben. Und als ich das geschrieben habe, eine von meinen Produzenten meinte zu mir, du hast so einen Film geschrieben, das wird ja niemals in Deutschland so Art und Weise sowas passieren. Ich komme selber aus Istanbul und wohne seit 20 Jahren in Deutschland und habe ich Deutsch auch hier gelernt und so weiter. Natürlich, dann wenn ich etwas dann schreibe, dann gehe ich sehr schnell an die Türkei und ich denke, ja, das könnte ich mir sehr gut in der Türkei vorstellen. Und dann aber, okay, in Deutschland, dann kann man doch nicht das so vorstellen. Dann so eine Utopie oder so ein Film, das würde nicht wirklich so realistisch rüberkommen, so meinte er zu mir. Und ich dachte, okay, ich dachte, ich habe sowas Realistisches geschrieben. Wie gehe ich damit um? In dem Moment dann Pandemie stattgefunden und wir haben dann angefangen, in die Finanzierung zu gehen. Und dann war die erste Reaktion,
Pandemie, aber jetzt, vor einem Monat passiert, wie konnte sie so schnell in einem Monat so Pandemiebuch schreiben? Ich habe mir kein Pandemiebuch geschrieben und dann plötzlich war das dann, das ist sehr, sehr realistischer Film, haben die alle gesagt, und das ist sehr so, ne, an Wahrheiten bleibt, und obwohl das war tatsächlich, ich habe fast gar nichts geändert, ehrlich zu sagen, in dem Drehbuch. Und nur unsere Perspektive hat sich geändert, unsere Erfahrung. Wie Wahnsinn, alles. Ja. Also das ist Wahnsinn, um sich das auch selbst so bewusst zu machen, dass, ne, ich glaube, es gibt auch eine Szene in dem Film, wo, also klar, die Pandemie ist als mehr oder weniger vorbei oder eben, ne, in dem, nach dem Lockdown, und wo nochmal gefragt wird an die Polizisten, ist der Lockdown jetzt vorbei? Also dass wir auch ganz anders mit gewissen Wörtern, Begrifflichkeiten umgehen und die andere oder sehr, sehr, sehr starke Gefühle oder auch da Ängste mit aufrufen. Auch zum Beispiel Katze, auch mit der Impfung, das war vor Pandemie im drin. Das ist keine Referenz zur Pandemie. Das ist so irgendwie sehr komisch, das so stattgefunden. Ich kann noch darüber noch was kurz erzählen, weil erstmal, als ich geschrieben habe, das war so, dieser Charakter von Ismail hatte so eine arabische Wurzel. Und dann habe ich, wir haben Casting gemacht. Ich wollte jemanden haben, dass wir nicht so gut kennen, kein bekannter Schauspieler in Deutschland. Und dann haben wir angefangen, in Belgien Castings zu machen. Und Dardan Bruder, die auch hier Co-Produzenten sind, dann habe ich natürlich von den Schauspielern gecheckt, mit wem die gearbeitet haben, und ich habe gesagt, dieser Schauspieler Timur, und ich würde mit ihm das probieren, und die meinten, Timur ist so keine Araber, er ist so ein, die haben gesagt, er ist aus Russland. Ich dachte, ach echt, ich will trotzdem ihn kennenlernen, habe ich gesagt. Und dann wir haben uns getroffen, er hat gesagt, ja, ich komme aus Dagestan eigentlich, und dann er hat seine Story erzählt, dass er so weggegangen und in der Belgien eine super schwierige Zeit gehabt, auf der Brücke, unter der Brücken geschlafen und so. Und das hat mich sehr berühmt damals, was dann auch schon passiert zwischen natürlich Dagestan und Russland. Und ich habe gesagt, ich ändere diese Figur und ich will für Timur nochmal schreiben. Dann habe ich ihn integriert. Und dann mit diesem ganzen Plakaten, so, ne, so der kämpft ja gegen diese geschrieben mit Russland und so. Wir haben in dem, als wir gedreht haben, diese Protest gegen Russland organisiert und alles. Und dann bei diesem ersten Raffcut, dann bin ich nach Belgien gegangen und Jean-Pierre Dardenne, denn er hat den Film gesehen und gesagt, ja, alles gut, aber Asle, warum würden die Leute vielleicht uns sagen, warum gibt es so viel Proteste gegen Russland in Deutschland? So, vielleicht wir müssen dann gucken, dass wir das so ein bisschen weniger machen oder diese Story ein bisschen doch was machen, weil ja, das ist ja sehr deutlich im Film. Und ich dachte, okay, ich denke darüber nach, ob das so möglich ist. Dann sind wir zurückgekommen, nächsten Tag Krieg gegen Ukraine und Russland war das. Und dann natürlich, dann er hat angerufen und gesagt, ich glaube, wir müssen die Proteste nicht mehr rausnehmen, weil in Berlin war das überall Proteste gegen Russland. Und war natürlich keine schöne Grund, den Proteste nicht rauszunehmen von dem Film. Aber war wirklich in diesem Film jetzt mit dieser Ende vielleicht zum dreimal mit diesem im Leben, was Leben passiert ist, auch so nahe gekommen. Ja, du bist dann auf eine sehr fast gruselige Art und Weise der Aktualität, ja, fast immer einen Schritt voraus mit dem, was du auch schon im Drehbuch geschrieben hast. Ja, eigentlich nicht, weil wenn man so ein bisschen genau beobachtet, auch tatsächlich Politik, wie gesagt, habe ich viel gelernt. Ich habe genau geguckt und das sieht man auch schon ein bisschen eigentlich. Und das ist ja, ich denke, das ist kein Surprise. Ja, ja. Leider absolut, hast du absolut recht. Ich wollte gerne noch, wir haben schon eben über die verschiedenen Figuren gesprochen, aber ich möchte ganz gerne noch zum Drehort, den Drehort nochmal zurückkommen. Genau, dieser Häuserkomplex, dieser Hof. Wie war die Suche, also habt ihr lange suchen müssen, Location Scouting, weil auch da dachte ich während dem Film, naja,
ja, sieht wie typisch Berlin aus. Das gibt's ja da an jeder Ecke. Aber dann so, naja, das gibt's eigentlich nicht mehr an jeder Ecke. Also war das schwierig, um so einen Komplex zu finden? Beziehungsweise habt ihr auch wirklich an einem Ort gedreht? Ich glaube, zum Schluss bei der Abtitelung war nochmal genau, dass ihr all den Leuten dankt. Also wenn ich es richtig verstehe, habt ihr wirklich in diesem einen Hof mit anliegenden Wohnungen gedreht? Wie war das, das zu finden und Ja, also der tatsächlich, es gibt ja vielleicht, das ist der allerletzte Hof in Berlin oder so, das so übrig geblieben ist, weil Gentrification ja so auch ein ganz großes Thema in Berlin und Wohnungssuche und so weiter. Und wir hatten eine Scout gehabt und dann er hat gesagt, es gibt einen Hof, aber ich hatte am Anfang eine viereckige Hof geschrieben. Er meinte, es gibt nur einen Hof, das er kennt und das ist dreieckig und das ist neben diesem Hof. Und er meinte, wir können gerne weiter suchen, aber ich habe keine Hoffnung, hat er gesagt. Und dann tatsächlich war das war die einzige, was wir gefunden haben. Und das ist auch, da gibt es Probleme. Ich denke, dass die dürfen nicht renovieren und da gibt es Legalprobleme. Deswegen weiß ich nicht im Detail, aber ein Teil von der Wohnung waren besetzt und ein Teil, wo wir zum Beispiel mehr frontal gedreht haben, war komplett leer. Es gab auch keine Bäckerei, natürlich nicht alles leer da. Und das ist ja unglaublich, weil das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Gebiet und das ist genau in Mitte des Berlins. Und dann steht so eine große Komplex fast leer. Und, aber ja, es gab so 9 oder 11 Wohnungen, die noch voll waren. Und war das auch trotzdem nicht einfach. Die wollten nicht, dass wir dort drehen. Und obwohl mehrmals haben wir versucht zu erklären, aber das Thema auch handelt sich von dasselbe Thema und so. Und die waren nicht so begeistert, dass wir gedreht haben. Haben sich dann aber trotzdem damit arrangiert, dass ihr den Film dort realisiert habt. Ja, das, genau, weil mit dem gibt es so einen Vermittler und da mit dem dann hat der Produzent so einen Deal gemacht, damit der jeder natürlich, der dort wohnt, dann haben wir auch Entschädigungs, wie sagt man das so, ja genau. Und dann solche Sachen natürlich so, alles spielt den Raum. Trotzdem natürlich, wenn man so dreht, ist man nicht so beliebt. So. Du erwähntest die Finanzierung schon. Gab es bei diesem Filmprojekt eine besondere Herausforderung? Also es ist kein Low-Budget-Projekt, gehe ich davon aus, weil wir haben ein großes Ensemble, was ja auch eines der großen Merkmale und auch ganz großen Stärken dieses Films ist, dass es keinen oder so viele Hauptpersonen gibt. Und der Hof ist eigentlich ja selbst auch eine Hauptperson. Genau, und eine Location, also war das eine besondere Herausforderung bei der Finanzierung oder ist das Ja, Finanzierung ist sowieso immer ein großes Thema. Erstmal haben wir angefangen, bei der Pandemie zu finanzieren. Das war so ein Riesenproblem. Natürlich, und das ist ja 2 Länder-Koproduktion mit Belgien. Und das nimmt alles dann Zeit und dann Förderungen wurden gecancelt wegen der Pandemie und wir müssen nochmal abwarten und so. Und das ist ja keine, also es ist nicht Low-Budget, aber es ist keine, trotzdem, das ist ein Low-Budget für so einen Film. Es ist ja keine große Budget-Film. Und dann alle Schauspieler haben sich wirklich, weil die könnten jeder ein Hauptdarsteller sein von einem anderen Film und die haben hier alle so bei einem Ensemble mitgespielt und die müssten auch fast volle Tage da sein und die haben alle selbst auch mit irgendwie gleiche Gage oder so sich, geeignet, so dass der Film entstehen können. Die sind alle sozusagen kleine Co-Produzenten von dem Film. Ohne denen diese Leistung würden wir niemals schaffen zu drehen. Wir können niemals so viele Schauspieler richtig. Es gibt solche Budgets nicht. Ja, absolut, ja. Wie hast du mit den Schauspielern zusammengearbeitet, um diese Charaktere weiterzuentwickeln, beziehungsweise waren sie schon ganz fest in deinem, du schreibst deine Drehbücher selbst und hast ein
denke ich, sehr genaues Bild, was du dann möchtest. Aber wie ist dann, um diese Charaktere doch einzufüllen? Ist das dann noch in weiteren Diskussionen entstanden oder war das schon ganz klar von Anfang an, wie du dir die eine den anderen gedacht hast oder hattest vielleicht auch schon Personen im Kopf? Wobei, jetzt komme ich schon zum Casting, aber wie kann ich mir das vorstellen? Nee, das Drehbuch war schon da, deswegen ja, wir haben Casting gemacht nach dem, was wir nach diesen Figuren so Schauspieler gesucht haben. Und ja, ich mache die Castings so wie Art von Workshops und ich lade viele Schauspieler ein und ich will das so, ich gebe niemals das komplette Drehbuch, außer hier ein paar Schauspieler habe ich gegeben, normalerweise mache ich das nicht, aber hier war das so für mich besonders Horn, es war sehr, sehr schwierig, weil ich wollte keine Figur, das so böse wird und so klar von Anfang an deutlich wird, dass so böse gemeint oder so, deswegen war sehr kritisch für mich. Und dann, wir haben so eine Art von Workshops, dann kommen die alle und zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben von Anna Bürgermann. Ich wollte mit ihr arbeiten und ich wollte, dass sie aber jede Figur auch ein bisschen so probiert, denn Anna hat verschiedene Figuren auch gespielt. Dann Anna Ritterbrille gekommen und sie auch und dann habe ich bemerkt, das so und so geht nicht und dann sie meinte, okay, dann ich gehe kurz spazieren und dann komme ich später nochmal, ja, und dann kommt andere Schauspieler, ich spiele auch mit, also ich komme, weil ich will provozieren Schauspieler und dann ich nehme ein Szene und dann gebe ich rein und dann wirklich dann auch ein bisschen improvisieren bei der Workshops und dann sie dann, also zum Beispiel Annalisa dann kam mit anderen Klamotten komplett, sie war beim Friseur und dann mit anderen Friseur und dann mit Sonnenbrille und so, dann kommt und dann spielt ein anderer und das ist so, macht einfach riesen Spaß, diese Vorbereitungszeit da. Dann suche ich auch selber auf, weil es gibt nicht diesen Druck von Budget und so, okay, der Drehtag ist vorbei, dann kann ich wirklich suchen. Für mich, Casting ist nicht so ein Ort, dass ich teste, ob Schauspieler gut oder schlecht ist, sondern was ich selber suche und ob wir es zusammen suchen können. So. Und das geht darum ein bisschen. Und war schwierigste trotzdem war für mich Johannes Horn und da haben wir viele Schauspieler tatsächlich getroffen und dann ich dachte dann an Felix Kramer und er meinte ich denke seine Agentin ja das war er hat es so entweder böse oder so schwierig so für ihn trotzdem er kommt zu dieser Workshop Tag und schauen wir mal weiter. Und dann ist er gekommen und in dem Moment, aber der gekommen ist und ich war sicher, das ist der Felix. So, das wusste ich sofort, weil diese Macht und auch körperlich, aber auch am Anfang total nette Erscheinung und ich dachte, er könnte richtig dann weit tragen, die Rolle. Und dann, ich habe gesagt, okay, du könntest damit nicht ganz anfangen, willst du trotzdem in den Workshop rein? Er meinte, ja, und habe ich dann auch so, ich habe gesagt, okay, diese Szene, schau mal, diese Szene und dann komm rein, wenn du dich bereit fühlst, so habe ich gesagt, dann bin ich gegangen. Dann halbe Stunde später oder so, dann ist gekommen, dann viele von den Schauspielern, die hier drin waren, waren in der Workshop drin und dann er hat angefangen zu reden. Ich denke, das war diese Szene in diesem wirklichen schwarzen Raum, wie Horn mit alle adressiert hat. So. Und dann alle waren so drin. Dann er ist gekommen und alle haben zugehört. Und dass irgendwas dann da entstanden, tatsächlich, das kann man nicht immer so mit Wörtern beschreiben, aber diese Szene, dann haben wir 2 Stunden oder so gespielt. So, der ist dann komplett Nachmittag geblieben und dann, wenn er weg war, dann anderen, ich erinnere mich an Andrzej Szymanski und so haben gesagt, der ist der Horn, oder? Das ist ja klar. Und das war so, für uns alle hat das geklappt. Und das mag ich, das passiert in diesem so einem Workshop so, dass die Schauspieler auch sich auch so wohlfühlen und sagen, okay, das bin ich oder das passt mir gar nicht. Und mit Anna war das genauso und sie meinte zu mir, Aste, weißt du, ich bin die Frau von der Klavierspieler. Also ich bin die Klavierspielerin, so das weiß ich. Und ich habe gesagt, okay, dann das, und sie hat die Rolle auch so mehr
auch größer gemacht, finde ich. Und das mag ich dann auch, solche Workshops. Das heißt, Sie haben sich richtig in die Rolle eigentlich dann reingefunden in diesem Workshop, um wirklich das dann, ja, sich wirklich reinzufinden. Ja, und wir haben aber dann wahnsinnig auch geprobt. Also es ist wirklich dann, keine Ahnung, 2-3 Monate vorher richtig angefangen und jeder, zum Beispiel Luise und natürlich Sascha, weil die ein Paar spielen, dann müssten die mehrmals, zu dritt haben wir uns getroffen und so eine Vergangenheit gebaut zwischen diesem Ehepaar, weil das ja passiert nicht auf einen Tag, so dann wir haben sich getroffen, bla bla und alles haben wir dann auch die ganze Beziehung gebaut und ja, jede Figur musste mit den anderen Figuren sich kennenlernen, mit dem die sich was zu tun haben im Film. Ja, und also das stelle ich mir nämlich auch wirklich ganz, ganz besonders vor in diesem Film. Wir haben ja eigentlich das Gefühl, als ZuschauerInnen in diesem Prozess, in dieser Art von, naja, Experiment oder was auch immer da bei zu sein und das zu erfahren, wie sich das entwickelt, wie sich auch gewisse Sachen hochschaukeln, aber was wahrscheinlich komplett es ist ja das Experiment hat vorher stattgefunden, beziehungsweise es ist ja komplett durchdramaturgisiert auch. Aber um trotzdem diese Wahrnehmung so hinzubekommen für die ZuschauerInnen, als ob man es selbst im Jetzt wahrnimmt, ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Sache, die da unglaublich gut funktioniert in deinem Film. Dankeschön. Gerne, gerne. Die Frage vielleicht noch, die mich auch selber wirklich beim Schauen so beschäftigt hat, naja, eigentlich eine zweiteilige Frage. Zum einen, wie würde der Film in 10 Jahren wirken? Würde ich ihn genauso sehen als zu genau dieser Jetztzeit? Ist es auch das, ne, ist es ein Beispiel, was genau in die jetzige Zeit reinsticht? Oder sind das Themen, die auch mit dem Leider verbunden in 10 Jahren genauso sein werden und werden wir den Film genauso verstehen können? Und wie sieht es aus? Der Film in Deutschland oder auch international nimmt ein internationales Publikum. Wir hatten vorhin kurz gesprochen über das Festival in Rom. Wie wirkt der Film in unter anderem zum Beispiel für ein italienisches Publikum? Ja, erstmal die Frage für die Geschichte. Also ich denke, die Geschichte oder die History wiederholt sich so. Deswegen, ich habe sehr viel Haffner gelesen, als ich das geschrieben habe. Es gibt auch Sätze von Haffner drin. Es war, also deswegen so für mich, 10 Jahre ist ja nichts. 10 Jahre würden sich gar nicht so ändern. Also wird noch schlimmer sein, denke ich. Ich bin eh pessimistischer Mensch, deswegen so Ende des Films sieht man ja auch. Und deswegen ich hoffe natürlich, würde das so anders, aber ich habe mir wirklich, was Pandemie so viel gelernt. Wir haben so eine Katastrophe erlebt und dann können wir das jetzt üben, was da auch so in der Welt passiert. Ja, gerade wirklich gibt es 2 Kriege noch. Und so, also wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist man schon, also dann bin ich wieder sehr traurig. Und die andere, ja, das, ich denke, das ist in jeder Gesellschaft so, solche. Also kommt man so einen Punkt so oder so irgendwann mal, denke ich, in jedem Land so. Deswegen war das vielleicht die Reaktion war ziemlich ähnlich in verschiedenen Ländern tatsächlich. Und dann, als wir das in Warschau gesagt haben, die hatten dann auch Wahlen an der Wochenende und haben die alle gesagt, ja, das ist hier und wir gehen jetzt zu Wahlen und wie wird das dann alles sein? Und USA war das sehr klar, natürlich, dann haben die sehr schnell das mitbekommen, wovon ich rede. Und ja, das ist, ich denke, wie gesagt, so leider History immer sich wieder dreht. Ich frage auch in der Hinsicht, wir sind auch heute in der Reihe, was tut sich im deutschen Film? Wir bereiten auch selbst eine Ausstellung gerade vor über den deutschen Film seit 2000. Und so die Frage, wie deutsch ist denn dieser Film oder ist es ein deutscher Film? Ist,
sind diese Kategorien vor allem auch eben gerade speziell auf deinen Film bezogen? Macht das überhaupt Sinn, davon zu sprechen? Ist es ein deutscher Film? Ach, ich mag nicht solche Fragen zu antworten. Also es ist, der Film ja auch für sich selbst spricht für diese Antworten, denke ich. Also ich denke, entweder Filmkritiken oder so andere Leute müssen darüber reden. Als Filmemacher, mein Perspektiv ist, ich wollte eine Story erzählen und ja, habe ich in Deutschland gedreht. Und ich weiß es nicht. Ich bin ja in diesem Sinne, wenn man so fragt, keine selbe deutsche Filmemacherin, aber trotzdem, ich lebe hier und seit 20 Jahren und ich mache Filme hier. So, ich weiß es nicht. Es ist so schwierig, solche Fragen zu beantworten. Und ich weiß es nicht, ob das so wichtig ist. So. Und natürlich aber, wenn ich dann sehe, so auch, ich habe letztens mit Christian Berkel gesprochen und er meinte, sogenannte Partei, dass die auch Ausländer nicht so mag, wollen wir nicht den Namen nennen, so, das ist, wäre eine auch sogar für denen auch was Gutes. Deswegen, ich finde, solche Sachen tatsächlich sollte man auch sich distanzieren und gucken, das wird auch mehr auf personal stories erzählen und nicht darüber sich so klar äußern. Sonst gefällt es mir nicht, ich denke, über sowas so Dreck zu reden. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Dann komme ich mit dem Mikro gerne zu Ihnen. Ja. Dankeschön. Ist vielleicht eine etwas provokante Frage, aber ich hoffe, man kann sie trotzdem beantworten. Und zwar, kann man das Ende so lesen, wo Henrike nach dem Niedergang von Erik nach außen tritt und alle Restriktionen der vergangenen Stunden wie eine Halluzination erscheinen, dass die staatliche Exekutive als Erfüllungsgehilfe lesbar sein könnte, wofür die Persona Horn mit seinem Benthamschen Panoptikum im Hof steht. Also wenn man so will, das Eigentum vor den Rechten der BürgerInnen zu beschützen. Auch jetzt ist für mich schwierig, als Deutscher auf einmal das so richtig verstehen und richtig beantworten. Vielleicht brauche ich extra Übersetzung dafür. Ich kann nur von meiner Perspektive erzählen. Ich kann nicht so... Ich fühle mich nicht... gefühlt, dass ich jede Frage antworten muss. Das ist, sonst würde ich auch erzählen, was draußen ist so oder so in dem Film. So. Deswegen, ich würde erstmal aber sagen, für mich, wenn ein bisschen Hoffnung gäbe, wäre das dann die Henrike, weil sie schon ein bisschen zurückkommt vielleicht von ihrer eigenen Fehler und will doch wieder ein bisschen verbessern. Und denn sie ist die einzige Figur, schafft rauszugehen von diesem Hof. So, ne? Und wenn man natürlich denkt, dass es so ein Land ist, denn nach der Katze, sie ist die erste wirklich lebendig, auch diese Grenze bricht. Und aber natürlich dann auch kommt die nächste Krise und deswegen auch die Frage des Films, haben wir was gelernt tatsächlich und können wir dann damit umgehen und wirklich, womit was wir gelernt haben. So. Deswegen beendet der Film so. Und ja, mehr kann ich nicht sagen, wenn ich richtig verstanden habe. Und du hast es ja auch sehr bewusst so gewählt, dass das Ende, es ist nicht ganz ein offenes Ende, aber es ist ja doch auch ein offenes Ende in dem Sinne, dass jeder, jede selbst sich damit beschäftigt, was ist jetzt genau das Ende? Ja, also ist ein Ende? Ja, eigentlich so, wie gesagt, so ich dachte, die sind ja so wie eine, auf Türkisch gibt es so ein Wort Pion, wir sind so eine Spieler von noch eine größere Macht, es gibt noch eine größere Macht, so über Horn oder über Polizei und jetzt die sagen so, hier gibt es die Krise. Und dann genau in diesem Film ist diese Brücke, auf der Brücke.
Und dann war das, jemand hat gesagt, hier ist irgendwie ein Problem. Und dann die Polizei kommt dahin. Und dann diese, die sagen, nee, jetzt ist auf der Brücke. Dann die gehen zur Brücke. Und das ist natürlich, die sind alle Metaphoren so, ne? Das ist so, ich eigentlich erzählen wollte. Und dann war das dieser Punkt einfach, diese Schwarz. Dann kommt von oben und wir sind ja drin inmitten, so Art von Krieg war das in meinem Kopf. Genau, also meine Frage, um das hoffentlich etwas konkreter formulieren zu können, hatte sich auf die Rolle der Polizei bezogen, die ja auch in Berlin, gerade was jetzt, da gab es ja auch diverse besetzte Häuser, die dicht gemacht wurden, ne, an allen Seiten, in der Rigaer Straße zum Beispiel auch. Und da hat man ja diese Szenen sozusagen schon mal ein paar Jahre vorher ex ante gehabt. Deswegen auch diese Rolle halt, ne, die Horn als Gentrifizierer, Sie hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, die er dort eben hat, und die Polizei, die sozusagen als Erfüllungsgehilfe halt, ne, irgendwie so diese Protektion des Eigentums halt, ne, und die Einschränkung von BürgerInnenrechte, die dort ausgeübt werden, ohne dass sie einem wirklich plausibel erklärt werden halt, ne. Also diese Sache habe ich da in dem Ende dann auch gesehen, weil als Henrike dann den Hof verlässt, ist plötzlich alles weg, ne. Es ist wie ein Phantasma, das sich aufgelöst hat. Ich dachte, also es gibt zwei Punkte tatsächlich mit, ich wollte absichtlich offen lassen, ob das war so organisiert, diese ganze Polizeigeschichte, und Horn ist ein Mittel von denen, oder passiert diese Polizeiumregelung und der Horn benutzt das für eigene Zwecke. So, das wollte ich absichtlich offen lassen. Und dann auch, was war dieses zweite, Sie meinten, diese Halluzination, und warum haben wir nicht genau gesehen, und wenn sie rausgekommen ist, plötzlich, das war alles weg. Ich wollte eigentlich damit sagen, ist, dass wir sind so beschäftigt miteinander und die sind so in einem Krieg miteinander, das sieht man nicht mehr, dass draußen schon vorbei ist. Und diese Gefahr, was die immer uns sagen, kommt von anderen Ländern oder von draußen. Und das ist eigentlich, kommt nicht diese Gefahr von draußen, das kommt von einander. So, deswegen, die bemerken nicht mehr, dass es nicht mehr Polizei gibt oder so. Die, alles, was wir gesehen haben, die haben einander umgebracht, und die Gefahr ist nicht von draußen gekommen. Und wir sind so an der Schule immer mit diesen Ideen groß geworden. So, wer sind unsere Nachbarn, wer sind unsere Feinde? So, immer diese Feinde würden uns attackieren. Also gerade auch, was wir dann auch passieren in der Welt tatsächlich. Immer würde jemand definiert für uns, der und der ist ein Feind von diesem Land. Und dann, wir sind, benehmen uns mit diesem Code. Ist das wirklich so? So, solche Gedanken hatte ich. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich komme zu Ihnen. Ja, erstmal wollte ich mich ganz herzlich für diesen ganz ausgezeichneten Film bedanken. Ich bin noch ein bisschen perplex, und das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage andauern, weil dass solche Filme überhaupt in Deutschland gedreht werden können, habe ich so lange nicht mehr erlebt. Meine Frage ist, die bezieht sich auf Ihre konkrete Arbeitsweise. Also jede Geschichte lebt ja tatsächlich von den Personenkonstellationen, und Sie haben da ja ein ganz illustres Figurenkabinett. Und da wollte ich mal fragen, wie sind Sie beim Schreibprozess auf diese Figuren gekommen? Wussten Sie schon, okay, es wird genau, ich weiß es nicht, 16 Figuren geben? Und wie sind Sie auf diese Figuren gekommen, und wie haben Sie es dann geschafft, diese ganzen Figurenkonstellationen so ausgezeichnet miteinander zu verweben? Ja, vielen Dank erstmal. Das war die tatsächlich sehr schwierige Phase, weil dass man, wie gesagt, diese immer Multicharakter so schwierig, und weil man hat nicht genug Zeit, eine Figur richtig so vertiefen. Und deswegen, wenn man etwas so zeigt, dann muss man ganz genau in diesem kleinen Menü ein paar Minuten genau über diese Figur was sagen, aber das darf nicht so informativ sein.
Und das ist wirklich, hat jahrelang gedauert, das so ein bisschen, immer ein bisschen versuchen, so verbessern und verbessern. Und ja, ich wusste, weil die hatten für mich richtig direkte Symbolen, so wie gesagt. Ne? Ich wollte das unbedingt, diese Katze aus Van, das ist der Osten der Türkei, wo mehr Kurden wohnen. So, ich wollte, dass auch diese kurdische Katze durch die Grenze geht. So, das war mir von der ersten Minute an klar. Und ja, dass der Erik so ein Charakter wird und dass so er links ist und dann deswegen auch niemand hinter ihm geht und so. Und diese Figuren dann, die alle haben das haben für mich was repräsentiert. Da habe ich auf jeden Fall geachtet. Und aber ich kann auch kurz sagen, weil das ist ja nicht nur mit Drehbuch sowas endet, weil wenn man so viele Figuren hat, dann denkt man, dann habe ich wahnsinnig was Schwieriges. Ich habe so eine, fast diese vier Wände, grau, keine für die Kamera. So, ich muss auch über Emre Erkmann kurz was sagen, weil der ist, ja, wir haben keine die schönste Berge oder Bosporus, um alle so sagen, wow, was für eine Bilder, weil eigentlich nicht die Bilder, die sind die View selbst. Und wir müssen hier mit der Bilder was erzählen in diesem Grauhof. Und dann haben wir gedacht, okay, das muss aber so sein, dass diese Figuren mit deren eigenen Wohnungen, müssen wir denen innerliche Welt so ein bisschen und Probleme so reflektieren, so dass wir kommen rein auch ein bisschen zu diese Welten. Und wenn Sie geachtet haben, dann jede Wohnung hat eigene Farbe, jede Figur hat eine andere Farbe. Auch zum Beispiel die Wohnung von Henrike und Daniel sind rot, so das ist die Ehepaar. Und dann Erik ist sehr von Grünen, das ist komplett, seine Wohnung ist grün und so. Und das sind solche Ideen, wir hatten, wir dachten, okay, das kann man auch die Menschen, die ein farbiges Innenwelt oder Fantasie ein bisschen dadurch das auch zeigen. Und dann auch, was schwierig ist, dann, wie geht man um mit einem One Location so? Und der Kamera musste sehr nah am Schauspieler sein, er musste von einer von denen sein, und aber auf keinen Fall musste eine ganz wackelige Kamera sein, weil dann, das musste so wie ein- und ausatmen, als ob wir mit denen ein- und ausatmen, das war sehr, sehr schwierig, das ganze Zeit so eine Handkamera zu machen. Und ja, dieser ganze Prozess war wirklich so sehr, wie sagt man, so challenging, dass so ein Film von Drehbuch bis Ende so Ende zu machen. Vielleicht muss ich nächstes Projekt was Einfacheres für mich denken. Ja. Nein, bitte nicht. Also ich sage nicht einfacher, weil das ist wirklich wunderbar, auch wirklich sehr herausfordernd. Also ich kann auch sehr nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben. Und sehr schön, dass du die Farben erwähnt hast. Ich wollte nämlich tatsächlich fragen, in deinen Filmen spielen Farben immer sehr eine große Rolle, beziehungsweise du setzt Farbe sehr bewusst ein. Und das hast du jetzt wunderbar erklärt, dass also die Wohnungen hier eine genau, und es gibt ja keine Musik außer Beethoven 9 Symphonien, das hat da auch eine Meaning, aber auch, das ist auch sehr schwierig. Also ich habe wirklich immer alles sehr, sehr schwer gemacht für auch Zuschauer. Das ist so ein Film, das von Zuschauer auch viel will, das ist mir klar. Und weil das so, so ein zum Beispiel hier über diese Sound haben wir so viel gearbeitet, auch nicht mal diese, die Sätze von der Polizei, Walkie-Talkies kommen, die sind alles extra geschrieben und aufgenommen worden. Wir sind nicht mal in Polizeiradio Sachen einfach so genommen. So, ich habe auch sehr eng mit Polizei zusammengearbeitet und die haben wahnsinnig unterstützt tatsächlich den Film. Und weil ich bin ja, so Ihre Frage, ich bin ja keine Deutsche, deswegen ich kann niemals so gut sprechen und oder so verstehen, wie man solche Sätze sagt. Und dann, wir haben alles durchgegangen und die haben mir alles so erzählt, das würde man so machen oder so machen. Dann habe ich dann ausgewählt und war ganz sehr, sehr stundenlange Arbeit hinter steckt, auch mit Sound, muss ich sagen. So. Wir hatten vorhin kurz über Drehtage gesprochen. Wie viele Drehtage hattet ihr für dieses? 35. Und das ist nicht sehr viel. Nee, weil das man ja auch ein bisschen was so probieren und so viele Figuren. Und ja, das war trotzdem, könnten wir den Film machen, aber keine 13.
Ich hatte während des Films immer die Idee gehabt, wie stark ist er eigentlich von Fenster zum Hof von Hitchcock inspiriert. Zumindest die Grundidee habe ich doch und bin ich jetzt auch immer noch so ein bisschen am Verstricken. Natürlich ist ein Film aus den 50er Jahren was ganz anders als jetzt in den 70 Jahre später, aber irgendwie eine Grundidee oder eine Verbindung, auch wenn die Aussage natürlich ganz anders ist. Da bin ich selber noch sehr unsicher und wollte einfach mal fragen, was die Regisseurin, die den ja bestimmt auch kennt und ein Großteil der Leute sicher auch, was da für eine Verbindung irgendwie existiert. Ja, es ist so, Hitchcock ist natürlich ein großer Regisseur und ich kannte natürlich den Film, als ich den Film studiert habe. Das ist immer einer von der ersten Filme, das man sieht, aber leider tatsächlich nicht. Also ich hatte als Grundidee auch gar nicht und ich habe nie auch im Kopf gehabt. Und sogar, ich denke, eine von meinen Produzenten meinte zu mir, ist das so Hitchcock oder Buñuel, können wir so, ne? Und ich habe gesagt, eigentlich nicht. Und dann habe ich versucht, ich könnte viel mehr über, also vom Fenster zu drehen oder mehr nachkommen vom Fenster, habe ich absichtlich nicht gemacht, so dass man nicht darüber nachdenkt, okay, außer dass Henrik ja am Anfang sieht, diese Couple, das spielt eine Rolle. Aber sonst, ich habe immer versucht, mich zu distanzieren davon. Aber ja, so vielleicht in meinem Kopf irgendwo bestimmt das liegt dieser Film. Aber war das mehr dieses Bild wirklich, dass ich meine Küche gucke zu einem Hof. Wirklich, ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment. Ich habe von oben zu unten geguckt und ich dachte, ja, hier passiert ein Ausnahmezustand und dann Leute können nicht rausgehen. Das war die allererste Idee. Das war immer mein Fokus. Wenn wir über wichtige Personen der Filmgeschichte sprechen und im Filmmuseum sind, als Co-Produzenten hast du die Dardenne-Brüder. Und da würde mich tatsächlich interessieren, zum einen, wie kamst du der Zusammenarbeit? Ich glaube, es ist ja nicht das erste Mal. Und inwieweit hast du dich von denen inspirieren lassen oder wie läuft so eine Zusammenarbeit ab? Das Projekt war, ich glaube, in 2018, ich war mit dem Drehbuch nach Cannes Film Festival Atelier eingeladen. Die laden 15 Drehbücher von der ganzen Welt rein und dann, also die machen so eine Selection und dann die, wie sagt man das, präsentieren diese Filme so Produzenten oder ja, Weltvertriebe so vor. Und da, Dardenne-Brüder haben den das Projekt so gepickt und dann, dann haben die, ich weiß nicht, das war so Treatment oder so, die hatten noch nicht das Komplette gelesen, dann haben die gelesen, dann haben wir uns getroffen und die meinten, das ist für denen, das Projekt ist Europa. Die haben dann auch nicht Deutschland oder Belgien gesagt, die haben gesagt, das ist Europa. Deswegen, wir wollen diesen Film machen. So. Und dann haben wir als Jean-Pierre das Buch, er war responsible von der Bruder von meinem Projekt. Und er hat dann gelesen, dann haben wir so Meetings gehabt. Und dann er hat dann auch Rafkat gesehen, ich denke zweimal. Und dann haben wir auch über Editing gesprochen. Und sonst haben die aber immer gesagt, wir wollen deinen Film machen, wir wollen nicht interferieren und so lange, dass du sagst, ja komm und schau mal bitte. Und die meinten auch, wir müssen nicht mal den Rough Cut oder Fine Cut sehen, du brauchst kein Go von uns. Wenn du sagst, das ist fertig, dann ist es fertig. Also die haben niemals sich so wie so typische vielleicht von Produzenten benommen, die waren immer so eine, für mich so diese großartige Regisseure und die haben sich immer so benommen. Und ich war so mehr, nein, ich will dass, ja, dass ihr dann den Film guckt und mir Feedback gibt. Warum arbeite ich denn mit Dardenne-Brüder? Ich will natürlich hören, was ihr denkt. So, ne? Und dann haben die das auch gemacht. So. Jetzt noch weitere Fragen, ja. Also ich finde den auch sehr gelungen, gerade vom Drehbuch her. Wundere ich, mit welcher Treffsicherheit Sie die Sozialcharaktere darstellen. Jetzt ist es ein sehr parabel
Hafter Film auch, bewusst, sehr auch geglückt. Und da ließe sich sehr viel dazu sagen an Beobachtungen. Nur noch eine Frage, haben Sie vielleicht auch, der Titel fasziniert mich, Black Box, nicht wahr? Es gibt ja einen alten Klassiker, den sicher der Erik da noch kannte, der heißt Black Box, BRD, vor 40 Jahren oder so etwa entstanden, der ja der auch, ich bin jetzt kein Kinematograf, deswegen meine laienhafte Ausdrucksweise bitte ich zu entschuldigen. Ich bin halt politisch übersensibel und deswegen fallen mir so Sachen auf. Ich kann es aber nicht in der Filme-Kennersprache ausdrücken. Dankeschön. Dieser Mechanismus, dieses Unheimliche, des Mechanismus, der schon angesprochen wurde, zwischen, was Sie ja sehr gut zeigen, ohne darauf herumzureiten, es wird durch Gentrifizierungsformel nur berührt, aber das sind ja die Eigentumsverhältnisse. Das ist ja die Drehachse dieser ganzen Komplexität. Und das wird einfach so sinnfällig, alltagsmäßig, entlang dem was aus an Komplizenhaftigkeit, an Angst und so weiter auslöst in den Sozialtypen, die da gezeigt werden und auch ihren Lernfähigkeit oder Nicht-Lernfähigkeit, da wird das ja so gut dargestellt. Aber dieses Black-Box-Syndrom, das ist ja dasselbe wie damals in dem Film, diesem westdeutschen Film, wie das ineinander greift in einer ganz bedrückenden, beklemmenden, unheimlichen Weise die Machtverhältnisse und die Eigentumsverhältnisse. Exekutive, Sie haben das ja angesprochen mehrfach. Haben Sie das bewusst, diesen Blackbox-Titel deswegen gewählt? Oder das ist meine Frage. Ja, vielen Dank für Ihr Feedback. Eigentlich sehr lustigerweise, manchmal ist der Titel so bei mir, dass bis letzter Tag von der Editing weiß ich nicht den Titel. Manchmal, ich weiß es von der ersten Minute an, so bevor ich irgendwas geschrieben habe, schreibe ich einen Titel und das war so Blackbox. Für mich war das, ich dachte, ich habe mich wirklich von ganz etwas Banales, das wir alle kennen, rausgegangen, so ein Flugzeug, so Absturz und die finden Blackbox und wir öffnen diese Blackbox und kommen die Wahrheiten raus. Und von entfernt sieht dieser Hof alles so nice, alle so miteinander ganz höflich umgehen und dann aber irgendwann mal macht man das so auf und dann kommt diese ganze alles, was wir gesprochen haben, kommen raus. Und das wollte ich auch sagen. Und ich wollte auch sagen, dass diese, was mich immer interessiert, diese Menschen, diese Human Natur, so, was passiert mit uns, was macht das mit uns, was wir erleben. Und ich dachte, deswegen Black Box so, passt so gut rein. Und dann während des Prozesses bei Pre-Production, dann ich wollte diese Container von diesem East-West Management reinbringen und das war unmöglich von der Tor so eine Container reinzubringen, meinte unser Art Director, ja, wir müssen dann wahrscheinlich dann entweder von Hof oben bringen oder wir müssen drinnen das bauen. Ich habe gesagt, oh nein, natürlich, das kommt von sofort, war das für mich klar. Das kommt definitiv von oben und dann ich drehe das und das wird dann Anfang des Films sein. Und dann haben wir diese Container gefunden, das war so auch schwarz und so alle denken, Container ist der Black Box, das ist nicht der Black Box. Black Box ist dieser ganze Hof für mich. Ganz oben, Sekunde. Toller Anfang, der dadurch dann entstanden ist. Also irgendwie diese ersten paar Minuten sind schon echt, wird man, mit reingezogen in diesen Hof. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr starker Anfang. Danke. Dokumentarisch so. Ja. Ich wollte zwei kleine Feedbacks geben. Das eine, bei Blackbox hatte ich am Anfang die Assoziation, das ist wie so ein sozialpsychologisches Versuchsexperiment, gedanklich nachgestellt und dann beginnt die Gruppendynamik und wir in Deutschland kennen uns ganz gut damit aus, mit Denunzianten und die verschiedenen Rollen, die man so haben kann in der Gruppendynamik. Von daher glaube ich, wäre das eine Phantomspur, um zu sagen, es könnte ein deutscher Film sein. Jetzt mache ich einen Cliffhanger zu einer zweiten Sache. Ich beginne jetzt, glaube ich, den Klugscheißerpreis zu gewinnen, aber formal juristisch, soweit ich das weiß, darf man in Deutschland nicht gleichzeitig Hausverwalter und Makler sein. Also es gibt da bewusst eine rechtliche Sperre, wer verwaltet, darf nicht die Wohnung verkaufen, um da dran Business zu machen.
Und von daher glaube ich, es geht ja auch um Mietrecht und Eigentum und bla. Und von daher wäre das ein Indiz für, das muss ein deutscher Film sein, weil in Frankreich gedreht wäre, französisches Mietrecht, in Spanien und so weiter. Also man muss es auch vielleicht im Hinterkopf haben. Und ja. Also von daher schon, glaube ich, auch ein deutscher Film. Und von daher ist der Erik für mich eher ein bewusster Bürger, ein Bürger, der als Mieter sich auch seiner Position im deutschen Mietrecht bewusst ist. Also er hat eine starke Position inne, die aber auch in Deutschland bewusst eine deutsche Geschichte hat im Vergleich zu anderen Ländern, wo Mieter echt Scheißdreck an Rechten haben. Und deswegen war es für mich ein deutscher Film und ich weiß nicht, ob für seine Rechte einstehen automatisch links ist. Das finde ich auch interessant, dass wir das immer so etikettieren. Für mich ist es sozusagen die Grundbasis für Bürgerbewusstsein und das geht uns verloren. Und da den dritten Cliffhanger zu ihrem, wir wollen Bewusstsein für Demokratie schaffen, auf jeden Fall. Und deswegen einfach einstehen für das, was die Basis ist. Und ich finde, da hat der Film bewusst ein extrem gutes Bedrohungsszenario aufgebaut und auch die Frage gestellt, wie billig ist jeder von uns zu kaufen für den Preis seiner Wohnung. Ja, vielen Dank für Ihre Wörter. Ich dachte, das war sowieso eher so, sieht so wie aus, so Makler, aber eigentlich, er ist ja Besitzer des Hofes und das ist ja nicht so oft, dass man auch da drin so ein Office hat und so, der mit einem bestimmten Zweck eigentlich reingenommen und er ist Mitbesitzer, er ist ja keine in diesem Form so Makler. Das ist nur unter die, die Bewohner sind nicht klar. So, das wollte ich so unklar machen, weil die immer kommt, diese Güte, war das so, ist das, weißt du schon, ist er so und so. Und nicht links ist nicht das, weil er seine Rechte, das auf keinen Fall. Ich wollte links, das für mich in meinem Kopf eher repräsentiert, ein bisschen links von der eigentlich was ich aus der Türkei kenne, dass die nicht eigene Ideen richtig, wie sagt man das, hinter die Ideen stehen können. Also die, wie die Art und Weise, wie er das so macht. Und das ist so nicht so genau und richtig, so dass man nicht hinter ihm geht. Sonst Wenn jemand die Wahrheiten sagt, warum sollte man nicht ihn wählen? So, das war das nicht wegen, weil er so laut ist und oder hinter Sachen rennt, wie er das macht. Das war das eigentlich. Gibt es noch Fragen oder Kommentare? Ja. Nur weil sonst niemand noch mal was sagen wollte. Da finde ich es auf den ersten Blick irritierend, dass sozusagen die Unterwürfigkeit dieser Sozialcharaktere bis auf diesen sogenannten Erik, der sozusagen ein kritisch-demokratisches, zivil-bürgerliches Bewusstsein repräsentiert. Und das ist eben so, dass das auf der rechten Mitte und Rand der Gesellschaft wohl weniger sich finden. Und das zeigen sie ja auch. Das heißt, so eine Unterwürfigkeit unter die gegebenen Verhältnisse, das brauche ich jetzt nicht auszuführen. Das wird dadurch auch deutlich, dass niemand die selbstverständlichsten Umgang mit der Polizei, also zum Beispiel, wenn die Wohnung wollen, reklamiert, bis auf diese iranische Mitbewohnerin am ehesten. Das heißt, man macht keine Aussagen ohne Rechtsanwalt, schon gar nicht so einem Hausmeister gegenüber, der dann einen befragt, das ist hanebüchen. Aber dadurch bekommen sie, das zeigt aber auch sehr, sehr weit verbreitet, dass die Menschen nicht wissen, dass man keinerlei Aussagen gegenüber Polizei macht ohne Rechtsanwalt. Also zuerst mal Rechtsanwalt, Rechtsschutz. Auch, dass dieser Erik da dann schließlich bequemt einen Mieterverein aufzusuchen, ist natürlich hanebüchen und in wirklichen Alltagsverhältnissen, weil die Mietervereine sind, die immer sagen, ja, das müssen sie machen und so weiter. Natürlich würde man da auch Rechtsanwalt sofort konsultieren. Aber das ist ja gerade das Gute bei dem Film, dass sie diese Unterwürfigkeit einer bestimmter Generationskohorten seit 40, 50 Jahren, die eben nicht so wie der Erik sozialisiert sind, noch kritisch elementar, so gut zeigen und deswegen so eine beängstigende, beklemmende Atmosphäre evozieren mit der Dynamik, wohin das führt. Am Schluss ist Erik
haben sie um die Ecke bekommen, ne? Und man weiß überhaupt nicht mehr, wer jetzt, ob die Polizei nicht sogar, ob diese Ambulanz nicht sogar sozusagen ein russisches Racket sozusagen in der deutschen Verhältnissen wäre. Das weiß man überhaupt nicht mehr. Und das ist eine kafkaeske, surrealistische Ebene. Und gerade daran besteht, denke ich, das Verdienst, dass sie das da so rein verschieben und reindrehen in diese Eigendynamik, um die Zuschauer wacher zu machen. Weil das ist ja das Gute, dass man so ein Unbehagen bei dieser Eigendynamik, wie sie sich entwickelt, empfindet. Und das bringt die Leute vielleicht zum Nachdenken, auch über die Eigentumsverhältnisse, nicht bloß Gentrifizierung und so, grundsätzlich wieder nachzudenken, dass das sozusagen die Drehachse und die Wurzel dieser ganzen Dynamik ist. Das finde ich das großartig bei Ihrem Film, das Realistische im klassischen Sinne. Danke. Vielen Dank. Also Sie haben sehr gut beschrieben, dann muss ich nicht mehr, ich denke, was sagen dazu. Aber auf jeden Fall diese Ebene mit diesem ganzen Surrealistische und mit allem, was so passiert, diese in trotzdem eine ganz realistische Umgebung, das war meine Idee, weil es gab tatsächlich bei diesen Drehbucharbeiten kam solche Fragen auch. Ist das diese, wie weit ist das surrealistisch oder ist das wirklich so realistisch? Und aber ich habe auch mit der Polizei tatsächlich auch sehr viel Zeit verbracht und gesagt, zum Beispiel, wie kann ich zu einem Punkt kommen, dass wie kann man Madonna und Ismail tatsächlich verhaften? Ist das so realistisch? Passiert das? Und die meinten, ja, absolut. Das reicht nur, dass einer von beiden sagt, ich so eine kleine nicht Lüge, aber das ist so, eine sagt hier auch, ich kenne sie nicht, und sie sagt das, ich kenne ihn. Das war's. Dann kommst du auch die Polizeistelle. So. Und auch selber, wenn ich in zu Hause zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich so hier gekommen bin, dann habe ich so eine Party gemacht zu Hause und dann plötzlich war der Polizei da und ja, es ist so zu so laut und die Nachbarn angerufen, ich habe gesagt, okay, und dann die meinten, ja, zeigen Sie Ihren Pass. Und dann ich habe gesagt, ja, okay, und dann meine Freunde, so es gab meine Freunde aus Deutschland, und die haben gesagt, nee, du musst nicht deinen Pass zeigen, nein, machst du das nicht. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Und solche Sachen tatsächlich im Leben auch sehr, sehr viel passiert. Und ja, wollte ich kurz eine kleine Anekdote. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Die eine ist, weil vorhin auch schon gesagt wurde, naja, dass sowas in Deutschland möglich ist, ein solcher Film. Du hast natürlich auch Fernsehen dabei gehabt, also Redaktionen, die das betreut haben. Und da fällt ja oft der Satz, das können wir nicht machen, das können wir dem Publikum nicht zumuten oder zutrauen. Wie war da deine Erfahrung? Gab es da Widersprüche, dass das zu komplex und zu politisch ist? Nein, im Gegenteil. So, ich hätte tatsächlich auch gute Erfahrung gehabt, und meine Redakteurin Alexandra Steib, und sie von Anfang an, sie hat die Fassung gelesen und dann auch in ZDF auch präsentiert, und war das von Anfang an sehr tolle Unterstützung, muss ich sagen. So, ich habe gute Erfahrung gemacht. Läuft er dann in der Primetime 2015? Muss ich fragen. Glaube ich nicht. Wäre schön. Aber ja, das wäre schön. Und die Schlussfrage, die ist traditionell, weil der Titel der Reihe ist eine Frage. Was tut sich im deutschen Film? Und ich will das ein bisschen konkretisieren, weil ich finde, das deutsch-türkische Kino ist mit das Spannendste und Innovativste, was da in den letzten zwei Jahrzehnten sich getan hat, auch in Deutschland. Genau der Zeitraum, in dem du auch hier bist, das ist ja vielleicht nicht ganz zufällig. Wie ist dein Blick da drauf? Also was tut sich im deutschen Film aus deiner Sicht? Und siehst du Verbündete, wo du sagst, ja, mit denen verstehe ich mich, die drehen so wie ich, die haben eine ähnliche Sichtweise? Ja, das ist vielleicht die schwierigste Frage von dieser gesamten Abend für mich, weil, wie gesagt, so, ich bin sowieso auch ein bisschen so pessimistisch, oder ich bin zu realistisch. Ich bin nicht so eine, der träumt, denke ich. Und ich denke, gerade ist Kino in Deutschland auch so wie Art von, wir sind so eine Warteschlange oder so. Alle meine Freunde, die hier versuchen, einen Kinofilm zu machen, aber die warten jahrelang, und ich höre immer Geschichten, weil Sender sitzt auch in Mitte des Finanzierungs, und dann auch kommt von der Sender keine Antwort, und man wartet ja jahrelang, ob eine Redaktion ein Drehbuch liest.
nicht für immer, ne? So nicht für alle, das spreche ich nicht, aber ich höre auch sehr viel solche Stories. Und trotzdem finde ich so, es wird das so noch schwieriger und schwieriger, Arthouse-Filme zu machen. So, ich will nicht für kommerzielle Filme sprechen, weil ich mache mehr in diese Richtung Filme. Und ich denke, kann ich schon sagen, dass es gibt gerade eine Krise. Und diese Krise ist finanziell, ich weiß es nicht, gibt es ja keine Budgets, wie kann man das wirklich verbessern? Und manchmal dauert es 7 Jahre, hier einen Kinofilm zu realisieren. Also es ist schon sehr, sehr, sehr lang, finde ich, und vor allem sehr wenig. Wenn ich dann höre, auch habe ich heute mit meinem Produzent gesprochen, er meinte, ja, dieser Sender macht nur 2 Kinofilme, die andere macht nur 4, andere macht nicht mehr. Und ich denke so, wie viel denn macht das so insgesamt? Und dann aber, wenn man in eine Förderung bewirbt, dann wollen die auch Sender und Verleih haben. Und Verleih, die wollen ja keine Zusage geben, die wollen ja keine Minimumgarantie bezahlen, denn wie wird dann alles sein? So. Und deswegen, ich finde, das gibt es gerade eine Krise. Und die zweite Teilfrage war ja die Verbündeten. Also gibt es Menschen, gibt es Filmschaffende, wo du sagst, mit denen siehst du dich auf einer Wellenlänge? Das sind Menschen, die so ähnlich erzählen, genau dieselbe Qualität wollen? Ja, bestimmt. Ich denke nicht so, also wir, ich kann nicht so einfach jetzt ein paar so sage ich so Namen, dann wäre ne, so auch, ja, es gibt viele gute, ich denke, Regisseure, die auch genauso kämpfen für Qualität oder Stories, dass die erzählen wollen. Aber ich will nicht sagen, so hier ist dieser Name und da ist so ein Name. Aber ja, es gibt viele, mit denen ich in Kontakt bin, so. Aber auch in der Türkei. Also es ist ja, ich bin ja in beide Länder so ein bisschen aktiv. Deswegen auch in beide Länder gibt es Freunde, dass wir immer oft reden, wie wird das alles sein und so. Kannst du uns denn noch verraten, hast du ein neues Projekt? Gibt es was Neues, was wir, ich denke, wir wissen, wir haben alle das Gefühl heute Abend bekommen, wir möchten mehr von deinen schwierigen und schwierigen Filmen, auch wirklich bitte, bitte schwierige Filme. Kannst du was verraten zu einem neuen Projekt oder müssen wir warten? Nee, eigentlich, ich habe so einen Film letzte 7 Jahre oder so gemacht. Das dieses Mal habe ich in Istanbul gedreht mit meinem Papa. Er ist 96 Jahre alt gerade und er hatte eine Gentrification in Istanbul durchgemacht. Ich habe das dokumentarisch begleitet, aber auch habe ich dann auch ein Drehbuch geschrieben und dann fiktionell auch selber auch mitgespielt. Also es ist schon ein Hybridfilm. Und gerade in Postproduktion und wird dann nach Berlin Gentrification, dann Istanbul Gentrification und ein bisschen natürlich auch diese Atmosphäre in der Türkei auch so, genauso wie hier. Wir freuen uns sehr darauf. Wir wünschen dir auch mit diesem Film und allem, was du so machst, noch jetzt demnächst den größtmöglichen Erfolg, denn es braucht mehr solche Menschen wie dich. Bevor wir aber uns final bedanken, mache ich noch etwas Werbung, denn im Dezember geht es natürlich weiter mit dieser Reihe und wir haben ein weiteres Highlight dieses Jahres, denn der deutsche Wettbewerbsbeitrag aus Venedig wird dann hier bei uns zu Gast sein. Die Theorie von allem von Tim Kröger, ein ganz wunderbares Werk, der dann hier auch sein wird. Da kann man sich schon mal vormerken, 2. Advent. Da hat man eh nichts Besseres vor am Abend. Und in diesem Sinne nochmal großen Applaus, herzlichen Dank. Vielen Dank. Asli Özge mit Blackbox hier bei uns bei Was tut sich. Vielen Dank für das. Und Eva Hielscher fürs Gespräch. Vielen Dank. Schön. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.